Da habe ich nicht irgendwann mal die... Ach komm. Ob ich nicht einfach mal vorbeikommen könnte. So auf gut Glück. Ich fand das nicht okay, dass sie gelacht hat. Muss ich ja mal so sagen. Das fand ich definitiv nicht in Ordnung. Nein, das war schon okay. Sie sagte dann, als ich wieder eingekriegt hatte mit dem Lachen, sagte sie nur, nee, sorry. Da ist aktuell nicht dran zu denken, sagt sie. Ja, da hast du noch einige, die im Urlaub sind. So, lass mal gucken. Base Attacks 1,05. Plus 19 Baudamage, 26% increased, okay. Ja, kann man auf jeden Fall nehmen. Konnte ich jeder nicht mal übel nehmen im Grundsatz. 32 Armor haben wir jetzt auch. Vitality ist besser als Mana. Ja, das nehmen wir doch mal hier. Vielleicht ist auch das Richtige, ja. Ja, kenne ich irgendwoher. Ich denke dann immer so, wer kommt auf die glorreiche Idee zu sagen, wir haben keinen Fachärztemangel. Also es ist Mangel. Das ist eine so dämliche Aussage, dass die Dämlichkeit ja schon Schmerzen auslöst. Wie gesagt, wenn du versuchst, du hast es ja gerade eben selbst so treffend formuliert, wenn du einen Termin haben willst, den kriegst du den in einigen Monaten. Und das war's dann auch. Also von wegen kein Fachärztemangel. Weißt du, Alter, was ist hier denn los? Ey, ich glaub das ja alles nicht, ne? Du kommst da raus. Arschlöcher. So, blöden Penner. Kleinen Moment mal eben. Ich muss mal irgendwas gucken. Irgendwie wieder 53.000 Nachrichten. Guck's mal einen Moment nicht hin. Jetzt hier. Was? Manchmal, hä? So. Das war ja auch wieder sehr nice, aber das ist so einer der wenigen Nachteile im Spiel, dass du halt alle Gegner wieder da hast. Wenn du dich da einmal aus der Map raus. Haut ab! Ach ja, ist ja gut. Ist ja gut, Freunde. Ist gut. Hier, prügelt euch mit dem rum. Arschlöcher. Aber gut, wir werden sehen. Ich werde nächste Woche dann halt einfach mal so eine offene Sprechstunde besuchen.
Kann man ja im Urlaub mal machen, wenn man ja sonst nichts zu tun hat. Wo ist jetzt eigentlich mein Target hin? Ich dachte, ich hätte hier vorhin... Ach, das ist mein Target. Der Arsch ist es. Das war's doch. Ey, komm her. Komm her, Baby. Lass das. Lass das. Aha. Mach du mal. Hör doch mal auf. Aua. Kannst du das mal lassen? Blöder Penner. Not happening. Was an sein lassen, kann man hier jetzt missverstehen? Oh, 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 oh. Rote Kreise auf dem Boden, blöd. Not happening. Sagte, lass das, Penner. Not happening. Oh, 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 oh. Schön raus da. Mann. Raus da. Ja, das wäre ganz blöde, Juna. Das könnte ich nicht gutheißen. Hey, da ist er tot. Was ist denn hier gedroppt? Da, Handschuhe. Was können die denn? Melee Damage, na toll. 6% Increase Damage Taken. Ja, das ist auch toll. 23 Health Gain on Kill. Das ist natürlich nice. Aber ich glaube, die brauchen wir nicht. Wir nehmen sie trotzdem mit. Vielleicht irgendwann für einen anderen Char oder so. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir hier aufgeräumt. Für mich wäre es auch richtig böse, wenn ich nie mehr zocken könnte, wie scheiße wäre das? Deshalb gehe ich ja hin. Ich habe echt keinen Bock, dass das so eine chronische Geschichte wird. Das muss ich mir dann mal gar nicht antun. Ach, Freunde. Ich muss echt sagen, so, ich gucke auch kaum noch Fernsehen. Also klar, wenn eine bestimmte Serie gerade läuft, die ich unbedingt sehen will, ja... Dann gucke ich die sogar sehr gerne. Aber das ist wirklich... So, das haben wir. Reach a surface. So, was ist denn hier die nächste Quest? Was? Would you like to return to your previous time and location? Ja, mach doch einfach mal. Tja. Ja, aber... Diablo macht doch echt Spaß. Ich sag ganz ehrlich, der Juni ist gerettet. Also du hast zwei sehr geile Spiele. Ich habe jetzt bei Twitter, habe ich gestern oder vorgestern ein neues Video zu Final Fantasy gesehen. Alter, das sieht so schön aus. Ja, und Diablo macht einfach Spaß und habe heute noch gelesen, jetzt wollen sie auch noch Raytracing reinbringen. Worauf ich allerdings mal gespannt bin, jetzt kommt im April... kommt der neue Patch für Cyberpunk, der nochmal die Optik nochmal verschönern soll. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Da bin ich auch mal sehr gespannt. Da kann meine Grafikkarte dann auch wirklich mal zeigen, was sie kann. Weil es gibt bisher relativ wenige Spiele, die das wirklich ausnutzen, was sie kann.
wo ich auch schon wieder die Krise gekriegt habe. Also mal ganz ehrlich, ne? Spielehersteller werden entweder immer schlechter oder ich weiß es auch nicht. Warte mal, nee, da sollen wir jetzt nicht hin. Wir sollen nach oben. Die haben jetzt ja The Last of Us Part 1 auf PC gebracht. Ach, haut ab. Ich hab keinen Bock auf euch. Das ist okay. Die haben ja Last of Us Part 1 jetzt auf PC gebracht. Total verbuggt. Und dann auch noch, und das ist viel schlimmer. Ihr führt dann die Maus für mich. Ja, ich verstehe. Sehr lieb, aber das wird schon gehen. Die haben ja Last of Us Part 1 jetzt gerade vor 2 Tagen auf PC gebracht und das Ding ist dermaßen fehlerhaft, dass ich mir die Frage stelle, was diese Programmierfirmen alle so machen. Das ist mir echt ein Rätsel, ne? Also, ich verstehe es nicht. Und wir haben dieses Jahr schon so viele Spiele gehabt, die super schlecht optimiert waren. Ach, hau ab. Und sonst muss ich lernen, mit der rechten Hand zu spielen. Die haben so viele Titel rausgebracht, die einfach nur schlecht laufen, obwohl der PC ja viel mehr kann als die Konsole. Ach, hau ab hier. Was an Abhauen ist jetzt nicht zu verstehen. Das ist ja immer noch einer. Nee. Und dann, das Schlimme ist ja, dass sie bei Last of Us, also die Hardware-Anforderungen sind übel. Also wenn man es auf 4K spielen will, mit allem dran, dann brauchst du schon so einen Rechner, wie ich ihn habe. Also ich sag mal so, es gibt so ein, zwei Sachen, die könnte ich noch verbessern, aber alles in allem, was soll das jetzt? Was hast du davon? Alles in allem ist mein Rechner schon so ziemlich state of the art. Wer haut da eigentlich noch auf mich ein? Mein Gott nochmal. Und selbst mein Rechner wäre gerade mal so, dass du denn 4K 60 FPS spielen könntest. Und dann hauen die ein Spiel raus, das dann nicht mal vernünftig läuft. Die Maussteuerung funktioniert nicht. Ach, haut ab, sagte ich hier. Die Maussteuerung funktioniert nicht. Es ruckelt. Ach, ich weiß nicht was. Und ich denke so, wie kann man so ein geiles Spiel einfach nur so versauen? Also das ist mir echt ein Rätsel. Ja, das Problem war jetzt ja mal wieder, und das ist wieder so eine typische Sache. Sie haben die Portierung, also von PlayStation 5 auf PC, haben sie in einem anderen Studio gegeben. Ich will das überhaupt nicht entschuldigen, versteht mich nicht falsch. Also es ist einfach schlecht, was sie da machen. Ja, auf Konsolen zu programmieren ist einfacher, weil du hast halt ein Gerät, das sieht, ist immer gleich, ist immer dasselbe drinne, wenn du für die PlayStation programmierst. Und das hast du halt auf PC nicht. Auf PC hast du 1000, 10.000 unterschiedliche... Was denn? Was denn? Haut ab hier. Geht's denn? Echt jetzt mal? Nein, Moment, ich muss mich mal eben des Gesocks hier entledigen. Wie wäre denn das denn hier noch, bitteschön? Nimmt das auch mal ein Ende? Haben wir es? Sieht so aus. Der PC ist ja im Grundsatz, wenn ich einen guten PC habe, fähiger als die PlayStation 5. Ja, genau. Ich bringe es entweder nicht raus,
Aber dann, sie setzen sich ja immer selber Druck. Es hätte ja schon Anfang des Jahres rauskommen sollen. Dann haben sie sich noch Zeit geben lassen und bringen jetzt immer noch ein Spiel aus, das völlig unfertig ist. Und ich glaube, das viel, viel Schlimmere ist, die kommen jetzt, also, wie ist das denn heute? Heute kommt ein neues Spiel raus. In 99% ist das Spiel fehlerhaft. Und dann kommen sie mit Patches. Und bis ein Spiel dann wirklich komplett fehlerhaft ist, können Monate vergehen. Ich sage jetzt nur Resident Evil 4. Das kann einfach nicht sein, dass die auf PCs, und diesen Fehler habe ja nicht nur ich, ja, dann würde ich sagen, irgendwas stimmt bei mir nicht. Dieser Fehler tritt in allen möglichen Varianten auf, weil du kannst nicht festmachen, woran es liegt. Und man weiß, dass es irgendwas mit den Grafikeinstellungen zu tun hat, aber was es da genau ist, weiß man bis heute nicht. Square Enix ist auch egal, der Publisher setzt sich hin und macht mal genau nichts. Also wir haben, das Spiel ist morgen eine Woche raus, kein Patch, keine Äußerung, gar nichts, Schweigen. Und du bezahlst halt teures Geld dafür. Und das finde ich so frech, das ist so... Erstmal, wie du schon sagst, mit einem Spiel rauszukommen, das nicht fertig ist, ist schon mal eine absolute Frechheit. So nach dem Motto, ja, das patchen wir ja. Der Kunde kann das dann ruhig, kann auch ruhig noch ein bisschen warten und sich rumärgern. So, wo muss ich jetzt hin? Da muss ich, glaube ich, irgendwo hin. Der Kunde kann, darf ruhig sich ein bisschen ärgern und rumwarten. Ist ja alles nicht schlimm. Easy. Too easy. Haut ab. Das ist so das, was mich ärgert, dass man einfach sagt, ist ja scheißegal, wir können es ja patchen. Früher war das so, das weiß ich noch wie heute, die Spiele sind rausgekommen und sie liefen dann. Punkt. Vielleicht hast du noch mal ein, zwei Patches, die hattest du dann auf irgendwelchen Spielezeitungen drauf. Dann war gut. Wo ist denn jetzt hier eigentlich meine Quest? Man weiß es nicht so genau. Zeigt da oben hin. Wir gehen trotzdem erstmal da runter. Und mich ärgert das einfach, dass wir sozusagen, dass diese Spiele ja im Prinzip ein Testing am Kunden ist und dann stellen sie fest, oh, das läuft ja gar nicht. Ja, das ist jetzt, tut uns jetzt ja super leid. Tut uns ja super leid, dass ihr so viel Geld dafür ausgegeben habt. Aber jetzt müsst ihr einfach noch mal ein paar Monate oder Wochen warten, bis dann mal unser Spiel fertig ist. Und in der Zwischenzeit kannst du ja dumm in die Wäsche gucken. Ich finde das zum Kotzen echt jetzt. Mich nervt das. Weil es einfach Kundenverarsche ist. Ist ja so, als wenn du ein Auto kaufen würdest und würdest hingehen und sagen, ja okay, wir gucken mal, ob der Motor funktioniert. Und wenn das nicht tut, dann müssen wir den Motor halt neu entwickeln. Lieber Kunde, hast halt Pech gehabt. Kannst halt erstmal kein Auto mitfahren. So ungefähr. Hörst du mal auf. Ja, aber man ist ja, und das ist ja das Schlimme, da nehme ich mich ja nicht von aus, man ist ja so dämlich. Du siehst irgendwas, du findest es... Oh Mann, Freunde. Du findest es halt total toll, denkst dir, oh geil, habe ich Bock drauf. So, und dann kommt das Spiel gefällt dir vielleicht auch noch. Alter, hallo. Hackt's bei dir? Freundchen. Hallo, beweg dich da weg, Mann. Beweg dich da weg. Netter Boss, das. Ah, Boss ist thematisch durch.
Wir sind ja so dumm. Es rät dir ja auch jeder, ey, bestell kein